Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Werksferien bei VW sind vorbei. Das heißt, heute geht es endlich mit unserem T1 weiter. Die beiden Herrschaften, heißt in dem Fall Marius und André, den André lernt er heute kennen, warten schon, weil wir sind natürlich mal wieder zu spät. Wie immer. Wie immer. Ist halt so, wenn man viel macht. Aber nicht so schlimm, weil wir sind ja eh immer relativ spät hier. Somit gehen wir mal gucken, was die beiden so treiben. Mahlzeit. Moin. Hi. So, das ist André. Unser angehender Lackierer hier. Genau. Und das ist Marius. Guten Tag. Den kennt er ja vielleicht auch schon. Aus diversen Videos. Ja, jetzt wird lackiert. So sieht's aus. Ja, schönen guten Tag erstmal hier bei uns im Lackierbereich vom Heritage. Ich weiß ja nicht, was wir machen wollen. Ich würde sagen, am besten, wir gehen vielleicht mal rum und ich stelle erstmal den ganzen Bereich einmal grob vor. Wir hatten ja ganz am Anfang, glaube ich, schon so ein bisschen was zur Lackiererei gesagt. Genau, da waren wir hier aber nicht drin, weil damals dieses T6 Facelift frisch da war, wovon wir hier ein paar Exemplare hatten. Deswegen wollten wir hier reingehen. Jetzt dürfen wir es. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Und ja, ich würde sagen, André, du machst erstmal so den Bereich hier. Und dann du machst mal den Gruppenführer genau heute hier. Gucken wir mal, was er bisher so geschafft hat. Oder ob ich morgen Chef anrufen muss. Chef sein. Ja, alles klar. Ja, dann kommt doch mal mit. Ja, das sieht eher so nach den neuesten VWs aus, ne? Ja, fast ja. Neuesten. Genau, also ganz kurz mal zur Historie vielleicht. Wir haben ja damals angefangen, die Lackierkabine aufzubauen und der Hintergrund war quasi nur Oldtimer zu lackieren. Da hat man aber relativ schnell gemerkt, dass man da so große Kapazitätsmöglichkeiten, sag ich mal, hat, dass man das Ding damit gar nicht auslastet. Von daher haben wir geguckt, okay, was kann man machen und sind dann aufs Werk zugegangen und lackieren dann halt auch Neufahrzeuge mit. Ne? Ah, okay. Unterstützen so gesehen. Heißt, die Autos, die Busse kommen wirklich aus dem Werk her, damit so ein Dach hier lackiert wird? Nee, genau. Das ist ein anderes Dach, oder nicht? Das ist doch hier von den California, oder nicht? Das jetzt ist sogar ein Ausschussdach. Aber genau, im Grunde genommen ist das ein California-Dach. Also wir lackieren quasi die Edition-Dächer für den California, die quasi drüben dann in der California-Fertigung aufgesetzt werden. Und wir lackieren auch die Edition-Fahrzeuge, die quasi als Multivan hier aus dem Werk rüberkommen. Wo das Dach schon fest am Dach ist. Genau. Ja. Und wir lackieren halt immer nur den schwarzen Streifen, also Grundfarbe hat das Auto natürlich und die Dachschale auch vorher schon. Mhm. Okay, ja, aber das ist glaube ich auch nicht so die dankbarste Aufgabe, so ein Dach zu lackieren, ne? Ja, es ist halt eintönig. Ne? Also von der Aufgabe, die Mitarbeiter, die machen es eigentlich ganz gerne. Aber die sagen halt auch immer, nach einer Woche können wir nicht mal tauschen, was anderes machen. Ne? Wie viele Mitarbeiter sind hier in der Lackiererei? Aktuell 11. Okay. Wie viele Dächer werden hier so lackiert? Also wir lackieren pro Tag immer ungefähr 24 bis 28 von diesen Dachschalen. So, und dann nochmal in der anderen Schicht dementsprechend 6 bis 7 ganze Fahrzeuge, so gesehen, wenn man so sagen möchte. Oh, okay, also doch ganz viel. Ne? Ja. So 30 Dächer musst du an so einem Tag erstmal mit, weil das ist ja schon so ein bisschen Vorarbeiten und so weiter, ne? Abkleben. Genau. Abkleben. Ja. Genau. Aber gut, die haben ja so Schablonen sich gemacht und so, es geht eigentlich. Ne? Muss sowas auch danach doch richtig geschliffen und poliert werden? Oder einfach nur lackfertig? Ja, es kommt immer darauf an, wie die Dächer aus der Lackierkabine rauskommen. Im besten Falle lackieren, fertig. Ja. So, ne? Man hat natürlich in so einer Lackierkabine ab und zu auch mal ein bisschen Dreck, der natürlich durch die Umluft dann auch teilweise auf die Oberfläche sich absetzt. Dann muss man polieren. Ne? Wird in der Kabine auch der T1 am Ende lackiert? Genau. Ja, okay. Wir haben nur die. Ah, die beiden habt ihr, okay. Ja, das ist einmal der Ofen und einmal die Kabine. Ah, okay. Also eine Kabine, ein Ofen. Ja. Eine Kombikabine im Sinne. Wobei, ich wollte gerade schon wieder haufenweise Fragen stellen. Das lassen wir erstmal. Das machen wir dann, wenn das Auto drin ist. Weil ich habe da so ein paar Sachen schon auf dem Herzen, die mich schon immer interessiert haben. Ja. Aber das machen wir dann. Bestimmt auch, was die Dachschale wiegt. Ja, das habe ich gerade schon. Das habe ich als allererstes. Das kann ich habe gerade schon geguckt, ob das Blech oder Kunststoff ist. Das war mein erster Griff. Genau, also es war mal Kunststoff. Mittlerweile ist es Alu. Wäre ja mein Volltraum für meine Halle. Dass man so, wenn man mal so Dreckarbeit macht, einfach hier so ein Zelt hat, ne? Genau, also das ist im Grunde genommen ist das so ein Lackier- und Schleifzelt. Dort ist hinten eine Absauganlage verbaut, beziehungsweise die ist mobil, die kann man natürlich durch die Gegend schieben. Dann kann man dort kleinere Schleif- und Lackierarbeiten machen. Ne? So Spotarbeiten gehen da drin halt auch. Volllackierung geht natürlich nicht, da reicht das nicht für hin. Nutzen wir auch nur so für Kleinigkeiten oder halt zum Bekleben.
Genau, also die Dächer kommen hier quasi so, wie ihr es jetzt hier seht, an. Von einem externen Hersteller. In Grundfarbe lackiert. Und dann werden sie hier erstmal ganz grob abgewaschen, dann angeschliffen und dann lackieren wir den schwarzen Streifen noch. Was heißt Grundfarbe lackiert? Kommen die immer in dem Anthrazit oder in der Grundfarbe des Autos? In der Grundfarbe des Autos, des Editions. Dort gibt es halt auch nur fünf verschiedene Farben. Aber das Dach ist theoretisch das gleiche wie vom normalen? Genau, im Grunde genommen ja. Okay. Weil sonst würde es ja eigentlich keinen Sinn machen, das schon vorzulackieren, wenn es dann eh nochmal lackiert wird. Oder wird nur ein Teil davon lackiert, nicht das komplette Dach? Es wird nur ein Teil lackiert, also quasi, kann sagen, hier so der Innenbereich wird dann halt schwarz lackiert. Ne? Und dass ihr das komplett einfach lackieren würde, wäre wahrscheinlich aufwendiger, als wenn das einmal vorgeduscht wird. Genau, also das Problem ist halt dabei, man hat natürlich, wenn man so eine Dachschale bekommt als Rohdachschale, dann ist das natürlich ein Rohblech, ein Alublech. So, dann sind dort Ziehfette, Ziehöle und so weiter drauf, vom Pressen und so weiter. Und die müsste man erstmal abwaschen und das ist halt nicht so einfach, da braucht man wieder Ölabscheider und so weiter. Und voll automatisiert sein. Genau. Die werden wahrscheinlich einfach nur irgendwo durch den Watt gehen und fertig. Genau. Ja. Yes. Das ist jetzt ein Fahrzeug ohne Aufstelldach. Ne? Das erinnert mich irgendwie gerade so dran, als wir mal Innenraum lackiert haben. Da sah das auch natürlich genau so abgeklebt aus und am Ende so einen kleinen Fleck zu lackieren. Ne? Genau, also wie es immer ist die Vorarbeit dort die wichtigste. Und man sieht hier natürlich auch, was das doch für ein Aufwand ist, sowas abzukleben. Und das ist halt auch das, was dauert. Genau. Gerade so halt diese ganzen Scharniere dort abzukleben. Und das ist halt schon relativ aufwendig. Ne? Mhm. Das Lackieren ist dann das Wenigste eigentlich. Geht das mal auch mal in die Hose, dass du ein Auto zufälligerweise mit lackierten Haubendämpfer hier so die Halle verlässt? Nee, also wir haben... Also abkleben wird hier schon immer. Genau, also natürlich kann sowas immer mal passieren, aber selbst wenn das passieren würde, dann würden wir das hier quasi auch noch richten. So, ne? Genau, weil wir machen das immer hier nach mindestens 4-Augen-Prinzip, wenn nicht sogar 6-Augen-Prinzip. Mhm. Und dann kommt noch aus der NQ, also aus der Qualitätsabnahme aus dem Werk, auch noch jemand, der hier die Fahrzeuge abnimmt. Das heißt, ihr habt theoretisch schon die gleichen Anforderungen, wie wenn es im Werk passieren würde? Auf jeden Fall, genau. Das ist ein Zählpunkt im Prinzip, ja. Also es ist ein Teil der Produktion, nur ausgelagert. So, ich sehe da hinten das, was wir eigentlich heute machen wollen. Da ist ja schon einiges dran passiert. Mhm. Und genau deswegen kriegt ihr jetzt erstmal wieder so ein geiles Zeitraffer, weil wenn wir das alles mit der Kamera begleitet hättet, wäre das für euch zu viel gewesen. Deswegen Film ab. Thank you.
André, du erklärst jetzt mal als allererstes, was die Leute gerade gesehen haben. Was in der Zwischenzeit hier passiert ist. Genau. Welche einzelnen Arbeitsschritte hier sind und wie es weitergeht. Okay. Also im Grunde genommen ist es so, ihr habt gerade gesehen in dem Zeitraffer, dass hier die Spachtelarbeiten vorgenommen worden sind. Und zwar ist es so, dass wir den Spachtel natürlich immer großflächig auftragen, wie hier, und zwar auch in einem Zug, so dass wir dann auch die Möglichkeit haben, dass wir das Auto lange aushärten lassen können. Mhm. In diesem Fall war jetzt quasi Werksurlaub, das Auto stand quasi 3 Wochen im Werksurlaub hier rum zum Trocknen, so gesehen. Ne? Ich sehe, dass es auf jeden Fall, dass das KTL erstmal einmal komplett angeschliffen wird. Ne? Genau, also wir kriegen das Fahrzeug ja dann so wieder quasi mit schwarzer KTL, schleifen das dann, sag ich mal, mit 120er Körnung einmal an. 120, okay, also relativ grob sogar. Relativ grob und tragen dann den Spachtel auf. Ja. Ihr könnt aber direkt auf das KTL drauf spachteln. Genau, also angeschliffen natürlich, dass ein bisschen da ist, aber wir können direkt drauf spachteln. Ja. Ist das irgendein spezieller Spachtel oder ganz normaler Zwei-Komponenten-Spachtel, wie man es kennt? Genau, so wie als auch. Also die größeren Sachen, sag ich mal, spachteln wir erstmal mit Glasfaserspachtel. Mhm. Und danach so die feineren Sachen mit ganz normalem Softspachtel hinterher. Weil das ist ja alles ganz normaler, ne? Genau, genau. Das sieht ja noch alles ganz normal aus. Das ist jetzt hier auch alles noch relativ normal. Ja, man sieht ja, das ist ja gerade so draufgestrichen und fertig, ne? Das kommt ja alles wieder runter. Genau, also aber man darf halt immer nicht vergessen, für den einen oder anderen sieht das jetzt hier nach viel Spachtel aus. Wir haben hier halt einen riesen Seitenteil. Das heißt, wenn hier nur irgendwo eine ganz kleine Delle ist und das Ding am Ende kerzengerade sein soll, musst du halt die ganze Fläche erstmal einmal abziehen. Ne? Genau. Also wie wird sowas jetzt geschliffen? So, ich sag jetzt mal mit einem Exzenterschleifer oder so mit riesigen Schleifklötzen. Ja. Wie kriegt man das hin, dass das wieder schön wird am Ende? Genau, das habe ich hier eben schon mal hingestellt. Ja, wusstest du, dass hier kommt? Alter, ein Alus Orange. Genau, ein Alus Orange. Und zwar ist das halt so ein richtig großer, also Rutscher, sagen wir da halt zu. Ne? Das ist halt schon echt ein männliches Teil so. Und damit machst du quasi dann hier wirklich Fläche erstmal rein. Ne? Mhm. Okay, aber das Ding trägt ja richtig was ab, ne? Ja, genau. Und je nachdem fängst du natürlich erstmal mit gröberer Körnung an und wirst dann zum Ende hin immer feiner. Es ist auf jeden Fall warm hier durch die ganzen Lampen. Ja. Also wenn ich hier den ganzen Tag lang stehen müsste. Okay, ja, also eigentlich relativ einfache Sache. KTL. Anschleifen. Genau. Dass jetzt hier so Stellen durchgeschliffen sind, ist egal. Ja, ist egal. Das macht nichts. Ne? Wenn wir das Auto nach KTL bearbeiten, wie wir es ja in der Diskussion hatten, würden wir ja auch hier und da wieder durchschleifen. Mhm. Also das ist wirklich egal. Steinschlagbereich bin ich immer skeptisch, weil da hätte ich natürlich gerne KTL immer noch da, ne? Weil falls mal ein Steinschlag kommt. Aber hier in solchen Bereichen kommt eh noch Farbe drüber, ne? Füller und so weiter. Ich glaube, es gibt viele Leute, die interessieren sich auch so ein bisschen für eure internen Abläufe. Wie ist das jetzt für deine Karosserieabteilung? Guckt die immer mal wieder hier rüber in die Lackierabteilung oder gebt ihr das Auto ab, holt es wieder? Genau, also streng genommen sind wir Kunde hier, also André ist eine andere Kostenstelle. Wir zahlen unsere Kostenstelle an, seine Kostenstelle zahlt Geld für die Lackierung, auch nicht unerheblich wenig. Genau, also dann kommen natürlich die Kollegen oft mal runter und sagen, Mensch, kannst du die Tür noch mal ein bisschen höher stellen oder lass noch mal eine große Delle, drück die noch mal bitte raus. Mhm. Da sind wir jetzt nicht so nach dem Motto, wir haben euch das Auto gebracht, mach mal, sondern dann gehen natürlich hier noch mal schnell 2 Kollegen her und korrigieren. Das könnt ihr jetzt schlecht einschätzen, aber von hier zu deinem Arbeitsplatz sind es wahrscheinlich Luftlinie 50 Meter. Ja, maximal, genau. Okay. So, also wir sind schon an der gleichen Ort und Stelle. Genau. Wir sind auch jeden Tag in Kontakt, ne? André kommt dann auch mal runter und so weiter, das ist alles kurzer Dienstweg. Das ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn wir extern lackieren lassen würden, musst du immer wieder ein Team losschicken und so weiter. Ne? Das ist jetzt ja, würde ich sagen, vom Baustand her, gehen da noch ein paar Stunden rein. Ne? Da gehen auf jeden Fall noch ein paar Stunden, ein paar Wochen wahrscheinlich sogar rein, genau. Wie weit wird das mit dem Spachtel durchgezogen? Mhm. Wirklich jede kleinste Unimat, egal wie, wo, was? Ja, also wie Marius schon sagte, wir sind natürlich immer im Austausch. Marius weiß dann natürlich auch, was der Kunde da, es gibt ja auch teilweise Kunden, die möchten da irgendwelche Sachen eingebaut haben und so weiter. Also was Sichtstellen sind und was keine Sichtstellen sind, dementsprechend guckt man natürlich auch ein bisschen mit einem gesunden Auge, was müssen wir spachteln und was vielleicht nicht so dolle. Aber im Grunde wird schon so gut wie alles vernünftig gemacht. Bei aktuellen Autos ist das ja gar keine Thematik, aber bei denen ist ja im Innenraum auch noch viel lackiert, sichtbar. Das auch alles spachtelt? Ja, das meiste schon. Also alles, was so richtig Armaturenbrett oder so, wird auch richtig, richtig glatt gemacht. Genau. In dem Fall geht es sogar noch, weil der Samba so belederte Säulen immerhin schon kriegt, hat er damals sogar. Aber genau, Armaturenbrett, wo du halt jeden Tag drauf guckst und ist da eine Delle drauf, guckst du halt jeden Tag, kennst du selber. Das Problem ist halt auch immer, so eine Kiste ist ja irgendwo
Vor allem gerade bei dem Bus dann, ne, da wissen dann alle ganz genau, André, was. Es ist auch so, wenn wir ein Auto auf eine Messe stellen, dann wird ja auch gesucht. Ja, ne? Klar. Also die Leute legen sich unter und gucken und machen. Und das muss dann ist stimmen. Aber extrem interessant, auch bei unseren eigenen Autos immer zu, haben wir schon öfters immer festgestellt, wenn wir irgendwo auf Messen und so weiter sind, können wir immer ganz genau beobachten, wie die Leute scheinbar alle Videos kennen und dann ganz genau mal gucken, die Ecke hier, das haben sie gerade gemacht. Den und so Inhalt aus dem Video suchen. Ja. Genau, und förmlich in den Motorraum reinfallen, was aber auch cool ist, weil das heißt ja, dass er aufmerksam zuschaut. Ja. Okay, das heißt, wie viele Stunden sind schon ungefähr reingegangen? Ist das, macht das alles ein Mitarbeiter? Das oder? Genau. Also das ist immer so, dass wir quasi einem Fahrzeug einen Paten, sag ich mal, so zuweisen. Mhm. So ähnlich wie Marius das auch macht im Karosseriebau. Dass du auch immer einen Verantwortlichen hast, der quasi da auch Ansprechpartner ist, ne, für das Auto. Okay. Und wie viele Stunden sind schon drin und wie viele gehen ungefähr noch rein? Also das sind jetzt so ungefähr 2-3 Tage Arbeit, sag ich mal, das, was du jetzt hier siehst. Ne? Okay, das heißt, wir reden davon, dass hier noch bevor das Ding lackiert wird, wahrscheinlich locker 2 Wochen rein. Ja, genau. So ist ungefähr der Plan. Also so 3-4 Wochen brauchst du schon für alles. Weil das ist ja immer so eine Thematik. Ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, wahrscheinlich wird so eine Lackierung hier intern auch so irgendwas so wahrscheinlich um die, sag jetzt mal vorsichtig, 10.000 Euro kosten. Das wäre schön. Okay, weil man hat das ganz, okay, ich habe vergessen, es ist ja ein Bus und kein normales Auto, weil man kennt so diese ganz Lackierungspreise aktuell, ne, wo ich früher auch immer dachte, warum ist das so teuer? Ja, es ist halt aber, wenn man es auf dem Level betreibt, hat auch einfach so krass viel Arbeit. Das Problem ist, du musst das Auto von unten lackieren, er war ja komplett blank. Mhm. Das heißt, das Auto wird auf der Hebebühne von unten lackiert, was natürlich A, nicht der coolste Job ist, B, extrem aufwendig ist, weil dann nebelst du in den Motorraum wieder rein, heißt, du klebst den Motorraum dann erst wieder ab, dann lackierst du den Unterboden, dabei nebelst du den Innenraum ab, also klebst von oben ab. Mhm. Das ist schon sehr aufwendig. Ne? Ja, glaube ich. Also die Schätzung, die du gerade abgegeben hast, da sind wir eher so Richtung das Doppelte. Okay. Ja. Man darf halt auch nicht vergessen, dass ja gerade T1 ja meistens auch zweifarbig ist. Das heißt, du fängst dann wieder an, klebst dann wieder ab und so weiter. Auch. Ist auch so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, angenommen, ich würde wirklich eine unbehandelte Rohkarosse im Sinne von, dass sie nicht gezinnt oder irgendwas ist. Ne? Wobei ein bisschen gezinnt ist sie ja, aber sie ist jetzt ja noch nicht gespachtelt. Ich glaube, wenn du die heutzutage zum Lacker bringst, ne, der wird auch erstmal sagen. Ja, und das Auto steht dann ja. Also ich kenne keinen Lacker, also dann müsste er 30 nehmen, damit er sagt, ich lasse alles andere stehen und liegen und mache das Auto. Ne? Ja. Die meisten nehmen das ja als Lückenfüller und so weiter. Ja. Also kenne ich es. Gibt vielleicht auch andere Firmen, aber. Okay, cool. Auf Thematik Spachteln und so, glaube ich, brauchen wir nicht weiter eingehen. Das kennt jeder. Dazu kommt, man kann es auch nicht richtig rüberbringen, würde ich sagen so. Mhm. Interessanter ist eher, wie viel Arbeit da wirklich so reingeht. Ihr kriegt auf jeden Fall weiterhin ein paar coole Zeitraffer. Wie geht's weiter? Durchspachteln, durchschleifen? Richtig. Füllern? Mhm. Also erstmal durchspachteln, nochmal schleifen, danach Spritzspachteln, um die ganzen Feinheiten, sag ich mal, nochmal dort rauszukriegen oder die feinen Riefen rauszukriegen, dann nochmal wieder schleifen und dann füllern. So, dann gucken wir mal, wie wir es machen. Oftmals machen wir es dann so, dass wir dann in dem Sinne den Innenraum füllern und gleich nass in nass auslackieren. Innen schon mal. Unterboden auch. Ne? Unterboden auch. Ohne Schleifen? Dann schleifst du auch an. Genau. Ja. Und so, ne? Ja. Also innen. Grundierung und Farbe so, ist dann quasi das, darum sagt man das in das. Genau. Ah, okay. Also quasi die Grundierung lüftet so 20 Minuten ab oder eine halbe Stunde, je nach Temperatur. Das soll alles in 2-3 Wochen klappen? Ja. Ja, so ist der Plan. Also so ist der Plan. Wir können ja mal so machen, ihr kommt in 3 Wochen her und wir gucken dann mal, wie weit das Auto ist. Wir müssen auf jeden Fall Gas machen. Ja. Okay, wir werden auf jeden Fall dann wieder einsteigen, wenn es richtig ans Lackieren geht. Mhm. Das ist definitiv nochmal cool. Hatten wir eigentlich die Farbe, hatten wir schon verraten im letzten Video? Oder? Nein, ja, eine grobe Richtung. Ich wusste aber den Namen nicht oder die Nummer nicht. André hat aber nochmal Karten vorbereitet, dass wir nochmal in der Kamera halten können. Einmal Karten vorbereitet, das ist Siegellackrot, nennt sich das. Und das ist im Grunde beige-grau. Mhm. Also es gibt ja auch nicht viel verschiedene Farbkombis bei so einem T1. Das wird unterhalb und das ist oberhalb. Ja, genau. Quasi, ne? Aber die Kombi gab es so original? Ja, die ist auch bei der Fahrgestellung original. Ah, jetzt sieht er gleich fast fertig aus. Ja, ja. Hol noch ein paar Karten, dann sind wir fertig. Noch nicht ganz flächig, aber sonst passt es. Genau. Die ist Auto original. Wie viel Lack geht auf sein Auto drauf? Ja, so 7-8 Kilo. 7-8 Kilo. Ja. Okay, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil da habe ich jede Menge Sachen mir schon wieder überlegt, die mich so brennend interessieren. Aber das machen wir dann alles, wenn es soweit ist. Genau. Würde ich sagen. Und dann steigen wir ein in eine Komponenten und Montage dann. Hm. Mhm. So, sehen, dass wir dich wieder an der Arbeit kriegen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein bisschen Arbeit für dich überbleibt. Und dann geht's weiter, würde ich sagen, ne? Ja. Okay. Dann. Ich habe noch einen Punkt. Wir haben eine extrem interessante Geschichte gerade.
in dieser Abteilung vor. Darf ich leider noch nicht zu viel verraten, aber für die Leute, die diese Videoreihen intensiv verfolgen, die können sich auf jeden Fall so Richtung Anfang September auf eine richtig coole Sache freuen, die wir mit René auf jeden Fall begleiten dürfen. Ist aktuell alles noch in Erklärung, aber es sieht gut aus, dass wir es begleiten dürfen und das wird auf jeden Fall... Begleiten dürfen heißt hier Hannover oder fahren wir weg? Nee, wir müssen uns wieder ein paar Kilometer an unseren schönen T5 setzen. T6, T6. Schauen wir mal. Ja, geil, freut mich. Cool. Ja, schön, dass ihr da wart. So, ich werde Marius jetzt weiter ausfragen. Ihr bekommt leider noch keine Infos, aber wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.